Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder im Schlumpfhaus in. Ja. Heute werden wir zu Bauer Schlumpf. Ist doch alles in Ordnung, oder? Heute werden wir zu was machst du? Was ich mache, ich versuche nur Motivation. Ihr wisst was, ich probier... Ach, was ist das? Ich, ein Intro, was? Das ist kein Intro. Oh, ist mir doch schon egal. Hilfe! Das ist nicht drin. Alle! Hä? Was war das gerade? Warte mal. Ah, okay. Los! Ich habe ein paar Mal Geschenke gesammelt. Ich denke, das ist noch nicht, dass es reicht. Deswegen werden wir erst später nochmal dahin gehen. Also zu schlau. Hefty? Nee, Hefty war was. Handy. Hallo, Papa Schlumpf. Bist du sicher, dass du die rosa Kristalle aus Schloss Kochtopf schlumpfen kannst? Natürlich! Ich bin sicher, wie man Eier aufschlagen muss, um einen Pfannkuchen zu backen, Papa Schlumpf. Im Schloss gibt es einen Vorrat an Kristallen. Wieso kennst du dich da so gut aus? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich muss los, die Uhr tickt. Du kannst darauf zählen, dass ich die zweite Zutat mitbringe, die rosa Kristalle. Mhm. Wir beide müssen uns mal unterhalten, wenn du zurückkommst. Oh. Hopp, hopp, hopp. Wo ist denn diese Tafel? Die huckt du doch ganz hin. So. Da waren wir, denke ich, schon. Aua! Sorry, Schlümpfe! Die müssten mich eigentlich für verrückt erklären. Wie ich da die ganze Zeit so rumfliege. Ah, können wir erst einmal kurz gucken? Funktioniert der Schlumpfisator? Ja, perfekt, aber würde noch besser gehen, wenn ich mehr Geschenke hätte. Nee, das machen wir nicht nochmal. Wo ist es da? Ich bin verwirrt. Das Ding, oder? Nein. Was ist neu los? Geht zum Schloss. Ah, okay. Wie kann ich das machen? Ah, hier. Let's go, Leute. Let's go. Spaß. Irgendwie muss es bei dem Schloss zuerst langladen. Das tut ja schon fast den Rekord von Tiefsimulator überziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Schloss aufgebaut ist. So, wir sind da. Wir müssen aber erstmal auch zum Schloss gelangen, bedeutet noch mehr gefahren. Und wir haben ja letztes Mal auch gesehen. Das wird ein Kinderspiel. Ich muss einfach nur ins Schloss und die rosa Kristalle schlumpfen. Diese Mission ist so leicht wie gekochte Eier schlumpfen. Meldest du sein, glaube ich nicht, dass das so leicht ist. Bei uns klingelt es gerade. Ich denke, dass es Essen gibt gerade bei uns. Es wäre jetzt ein bisschen doof, wenn es jetzt Essen geben würde. Aber ich glaube schon. Ah, scheiße. Ich glaube, ich muss mal kurz nachsehen. Ich werde mit Hilfe des Schlumpfisators vorwärts sprinten. Er gibt mir Schwung und dann kann ich dort durchschlumpfen. Alles gut und schön. Das Problem ist, dass ich jetzt zu essen geben muss wahrscheinlich. Warte mal kurz. Komisch, dass wenn wir diesen Schlumpf haben, ich zum Essen muss. Normalerweise passiert das nicht. Naja, ich gehe ganz kurz was essen, Leute. Für euch ist das hier, ist es ja noch nicht mal eine Sekunde. Und ich bin gleich wieder da. Und dann brech ich mir die Wand ein. So, Leute. Ich bin wieder da. Okay. Dann machen wir das mal. Warte. Wir brauchen einen Ansprung. Hä? Oh, nee, schon wieder so Teil. Ich will das machen. Ich sehe das jetzt drei. Weil schon so vor meiner Nase huckt.
Alter! Tordi! Bauchschumpf! Und hopp! Oh, der ist so schnell, soll das machen! Brauch die ganze Folge nur für das hier. So. Och, come on. Boah, da. Warte. Nö. Das mach ich überall anders da. So. Was ja, das habe ich gemacht. Irgendwie tut mich das da oben gerade triggern. Ach komm, es geht ja noch. Ich will hier keinen Speedrun machen. Ich möchte hier einfach nur das Spiel normal. Alter! Aua, das war mein Schädel. Komm schon. Okay, es reicht mir. Tschüss. Auf Liebe wiedersehen. What? Da ganz hoch müssen wir. Super. Oh! Hallo! Aber wir gehen das doch mal. Nicht sehr knapp. Ah, so gehen das doch mal. Da hoch müssen wir. Die erste Flasche, die wir jemals einsammeln werden. Zack. Hui. Hui. Mich triggert das immer noch so, ne? Dass ich das da unten nicht geschafft habe. Ja, vorhin gesehen, dann können wir die Level wiederholen. Und das werde ich dann auch hier tun. Wenn ich vielleicht eine bessere Fähigkeit habe. Oder es dann leichter wird. So, eine weitere Flasche. Bedeutet, dass wir auch neue Verbesserungen haben werden. So. Ah. Auf die Plätze werde ich. Bam! Das ist meine Lieblingsfähigkeit. So. Zack. Heiliger Schlumpf, noch mehr Sachen, die geheilt werden müssen. Gott sei Dank wissen wir schon, wie das geht, weil ich das selber rausgefunden habe. Hey, ich sollte dagegen rennen, um es umzuschmeißen. Das weiß ich schon. Ich bin ein Schritt voraus. Zack. Das Vieh ist ganz einfach. Ach ja. Das war schön. Monte! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Spinnt das Vieh. Komm, probier mich doch. Aua! Das extra Herz ist gar nicht so schlecht. Ein extra. Aua! Alter! Und ich dachte, das Spiel tut. Ich dachte, das Spiel macht's mir leicht. Dieses Spiel nun leicht machen? Da ich falsch gedacht. Hm.
Er kann auch hier richtig in die Gebüsche reingehen. Okay, da müssen wir echt nochmal alles durchsuchen. Was ist da oben? What is the offer? Da ist noch eine Flasche. Die hole ich mir. Durch die Gebüsche kann ich ja gehen. Hallo, Flasche? Okay, wir haben die Flasche. Sehr gut. Hup. Und jetzt nochmal zurück. So, jetzt weiß ich wieder den Schädel benutze. Ja. Und zack. Perfekt. Botte. Wow. Hey, das ist merkwürdig. Kein Mensch zu sehen. Normalerweise ist es jedoch total voll. Das sieht nach Hochwasser aus. Zumindest in Sicht von Schlumpf. Was da wieder Menschen sehen, ist wieder eine andere Geschichte. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Schloss. Ich kann es gar nicht erwarten, meinen lieben Freund Koch Tok Tok wiederzusehen. Boah, wisst ihr eigentlich, wie sehr ich die Schlümpfe mag? Das ist immer richtig cool gewesen damals. Schlümpfe sind echt das. Oh, schon wieder so ein Vieh. Wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch. Okay, der Trick funktioniert, glaube ich, nicht. Ich wünsche mir, dass öfter so Spiele von Schlümpfen rauskämen. Oder zum zweiten Teil zum Beispiel wäre richtig cool gewesen als im ersten. Vielleicht gibt es das auch schon und ich weiß es nicht. Hallo! Whoop. Da ist ja noch so ein Vieh! Alter! Erstmal hier die Fläche säubern. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört. Aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste. Damit wir mehr Fläche haben zum Angreifen. Weil guckt einfach, zieht wir hier drin schneller. Und dann erwischt es uns auch schneller. Versteht ihr? Wenn ich jetzt ganz einfach und mit wenig Mühe ihnen den Stamm abmachen. So. So. Ganz gemütlich. Zack. Ja, zack. Dum, 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 dum. Und dumm. Hey, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Geil. Gut, wir haben, glaube ich, alle. Hallo Leute, könnt ihr mich hören? Ja, hier ist Papa Schlumpf. Was geht da vor sich? Ich stehe jetzt vor Schloss Kochtopf, aber da stimmt was nicht. Die Vordertür ist abgeschlossen. Ich habe bei der Sache kein gutes Gefühl. Ich fürchte, diese Mission nimmt ein böses Ende. Wie willst du dann also hineingelangen? Mein Freund Koch Tok Tok hat extra für mich einen kleinen Eingang gemacht. Ich hoffe, der ist nicht auch abgeschlossen. Wenn ich mich recht erinnere, komme ich, wenn ich dieser Mauer folge, zu dem kleinen Durchgang, den Koch Tok Tok für mich geschlumpft hat. Achtet mal, beim nächsten Untertitel er wird die Mission übersetzt haben. Weil Mission ist ja eigentlich auch ein englisches Wort. Und es ist ganz interessant, wie die das übersetzt haben. Das finde ich ein klein bisschen traurig. Aber ich sehe es auch nicht so schlimm. Ist doch sehr interessant. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Wir fangen jetzt an mit den Schirmen. Wann? Oder wollen wir das nächste Folge machen? Ich glaube, nächste Folge wäre schlauer. So. Da tue ich jetzt noch ein bisschen Gras aufräumen. Bin jetzt auch schon bei 18 Minuten. Und ich wollte ja dieses Projekt hier, die Parts, nicht so lang halten. Weil es dauert halt einfach ewig, bis bei mir ein Video umgehen kann. Durch das Internet. Deswegen halte ich in Zukunft die Videos viel kleiner.
was bei mir aber viel mehr Arbeit macht. Aber es bringt mir dann auch viel mehr, weil dann halt einfach auch bessere Watchtime da ist. Und ihr, und ich kann euch mehr ärgern, weil ihr mehr warten müsst. Das war übrigens Spaß. Wenn ich nur schnell genug renne, komme ich da durch. Ah, das Ding haben wir ja auch schon mal gesehen gehabt hier. Ich finde es auch ganz cool, dass es hier so eine Ansicht gibt. Irgendwie feiere ich das Spiel hier total. Das schlumpft keinen Sinn. Und der Durchgang, den Kok-Tok-Tok für mich gemacht hat, ist auch noch verschlossen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das hier schon fast so viel Spaß macht. Oder eigentlich schon so viel Spaß macht wie bei Lost Ember. Ich würde sogar schon fast mehr sagen, weil bei Lost Ember habe ich mich mehr aufgeregt. Komm. Und die Story ist gut. Außer die Übersetzung. Wenn man den Untertitel liest. Am besten ich mach's auf Englisch. Der Untertitel war gescheiter. Hui. Alle hopp. Hallo Freunde, hört ihr mich? Ich kam bisher noch nicht ins Schloss. Alle Eingänge sind versperrt. Ich muss zur Küche schlumpfen, um von außen hineinzukommen. Aber war die nicht im obersten Stockwerk? Ja, aber ich kann die Felsen hinaufklettern, um da drauf zu kommen. Sei vorsichtig. Das sieht sehr gefährlich aus. Mach dir keine Sorgen, Papa Schlumpf. Das wird ein Kinderspiel. Und da, was ich doch keine Sorgen machen muss, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dorthin, Leute. Ciao.